So, genau. Jetzt haben wir hier die Steinlager, 4 Stück. 2 unten, 2 habe ich als Dach betitelt. Und das Hauslager ist auch betitelt. Genau. Die Kiste habe ich jetzt Haustruhe gemacht. Forschertisch habe ich umbenannt. Und hier ist Werkzeugbank. So. Der Rest sollte selbsterklärend sein. Okay, ja. Ja, easy. So, wenn das hier weg ist, kommt das nochmal hin. Also, ihr könntet sogar fast nochmal 2 Lager hinpassen hier. Dann haben wir, warte mal, Ja, safe. 4, 4, 8, 12, 12 Lager voll Stein. Also, das sollte wohl reichen. Na, sag das nicht so laut. Naja, auch wenn ich nicht will, aber ich muss jetzt tatsächlich Ja, alles gut. mal so langsam pennen gehen. Krieg das hier schon hin. Mach das noch voll. Ja, okay. Also wie gesagt, hier läuft jetzt noch. Warum läuft das denn nicht durch? Weil immer noch. Genau, hier laufen jetzt noch 5 Basic-Bücher durch. Die sind dann fertig. Und Tobi müsste dann noch die fünf Advanced Research Papers reinbringen. Okay. Der weiß Bescheid. Wenn er die reinbringt, legt die einfach in den Stockpile, worauf der es jetzt zugreifen kann. Dann nimmt er sich die und dann kannst. Ich weiß nicht, ob du das schon lernen kannst, aber ansonsten lerne ich das halt einfach morgen Abend. Ne? Okay. Ich weiß halt nicht, wie das ist, ob du das einfach dann direkt mitlernen kannst. Oder ob du dafür dann auch erstmal die anderen Sachen brauchst. Wobei du bist jetzt eigentlich genauso weit wie ich mit Masonry 1, ne? Also Messerby bin ich 1, genau. Genau, und ich bin, wenn ich auf Z drücke, Masonry. Achso, du bist Level 1. Genau. Okay, ich bin Level 4, kurz vor 5, aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Achso, und solltest du irgendwie jetzt bei Level 3 oder sowas landen? Ich habe tatsächlich da dieses Parallel-Processing genommen. Dann nimmst du vielleicht das andere, weil dann haben wir die beiden Vorteile, die man sich da entscheiden muss. Meinst du es bei Steinmetz oder was? Bei Bergbau? Nee, nicht bei Bergbau, sondern bei Masonry war ich gerade. Aber bei Bergbau wieder genau das Gleiche. Also Und Messe, mir bei bin ich noch Bergbau gar nicht hast so du ja weit. da. Sobald du auf Level 3 kommst, also von Level 3 auf 4, dann kannst du dir ja da aussuchen, da wo das Fragezeichen ist. Und ich habe da Werkzeugeffizienz genommen. Das andere ist, glaube ich, dann irgendwie Haltbarkeit oder sowas. Okay. Dann hat jeder von uns das Dingens, was für einen vielleicht sinnvoll ist oder sowas. Dass Okay, man sich da genau, vielleicht auch ein ja. bisschen aufteilt. Okay. Gut, ja, wenn du irgendwas umbauen oder umstellen willst, kannst du es ja auch machen, ne? Ist ja kein Ding. Ja, wenn nicht ich, du bist ja Discord. Kann ich ja auch über Ja, Discord also. erreichen. Genau, schreib einfach mal an. Ich sehe das ja über Handy. Genau. Okay. Normalerweise, je nachdem, wie viel los ist. Ja, okay. Nicht morgen Abend, 19 Uhr wieder hier. Jutti. Gut, Dann bis denn. dann. Tschüss. Was? Und ja, bleib artig. Ja, immer. Tschüss. Ja, ciao, ciao. Tür zu. So. Hier fehlt noch ein Stück. Natürlich die falschen Bretter, ne? Scheiße. Wegen ein so ein Kackteil, ey. Er hat sogar ein Schild hier, Baupfosten. Kann man hier was draufstellen, schreiben? Mal gucken. Platzieren. Construction Post, Berechtigung. Construction Post, aha. Ah, da kann man bestimmt sein Gebiet abstecken oder so.
Das Granitziegel, okay, das brauchen wir nicht. Wow, nicht mal ein voller Sound hat man hier. Nee, den habe ich leider ausgestellt. Aber schön, vielen Dank, dass du mich gefollert hast. Herzlich willkommen bei uns. Nee, Follower Sound habe ich ausgemacht, falls es zu viel wird, weißt du? Nicht, dass hier alle 10 Minuten hier so ein Lied kommt. Deswegen. Ich habe mit mehr Andrang gerechnet. Jetzt muss mal gucken, wie das hier. Das ist das falsche Holz. Das brauche ich nicht. Warte mal. Jetzt brauche ich nur ein dämliches Holz, ne? Ach, hier ist doch noch eins drinne. Wegen 4 Units auf Labor. Alles klar. Dann passt das doch. So. Aber ich denke, du wolltest ins Bett. Geh schlafen. Irgendwie wusste ich, dass du kommst. Kontrollbesuch machst hier. So, genau, dann passt das jetzt so. Wunderbar. Wir sind alle miteinander verknüpft. Genau, die ganzen Steindinger können wir jetzt noch nach oben schieben. Dann stört das hier nämlich nicht mehr. Steinlager 1, Dach. So, zack. Genau, Hauslager. Dach. Ja, bin ja schon unterwegs, aber wollte ja gucken, was du hier so treibst. Ja. Ich bin ganz lieb. Ich räume die Lager gerade auf. Steinlager 2. Ja, wo kann ich ja dann immer noch verschieben. So. Aber ich sehe gerade, um hier besser Zugriff zu haben auf dem Dach, baue ich glaube doch noch vielleicht eine Leiter hoch. Also hier so ran. Gucken. Ja, aber vielleicht gar nicht so doof. Dann kann man nämlich hier ran. Ich meine, so von hier kommt man ja nicht ran, das ist ja das. Weil dann kann man nämlich besser umverteilen. Steht nämlich das Steinlager hier und dann kann man nämlich hier runter scrollen. Dann kann man das nämlich besser reinschieben. Ich glaube, deshalb werde ich hier dann nochmal eine Leiter bauen, aber jetzt erstmal nicht. Ich werde jetzt hier das weiter ein bisschen abhacken, ein bisschen Platz frei machen. Die werden ja eh gefüllt. Jo, gute Nacht. Bis dann. Spitzhacke ist zerbrochen. Was passiert denn noch hier alles? Mann, Mann, Mann. Kann ich das eigentlich auch gleich reparieren? Brauche ich Holz. Was hier mit? Ah. Ist das gut? Holz brauche ich. Habe ich natürlich nicht. So, was macht er jetzt hier? Hier fehlt jetzt bloß noch das. Gut, dann kann er Potterby machen. Aber siehst du, den Potterby-Auftrag? Den kann ich vielleicht sogar auch benutzen. Weil das ist ein Buch. Ich glaube, die Bücher kann ich auch benutzen. Die kann man später verkaufen. Also die Dinger, die man rauskriegt. Man kriegt dann so eine Schriftrollen raus sozusagen. Und die Schriftrollen kann man lernen. Fertigkeitsbücher produzieren die sozusagen. Die craften die sozusagen, wenn man da draufklickt. Deswegen kann man die nachher verticken. Deswegen muss ich echt überlegen, je nachdem wie viel halt da sind, muss man die halt ganz schön vom Preis her anpassen. Deswegen, man kann die hier jetzt craften, wenn ich zwischen Right-Click mache, ja, rechter Klick, dann kann ich zwischen Amazing Skill Scroll. Also so eine Schriftrolle wird das. Und die kann man dann verkaufen.
für Leute, die das halt nicht craften können oder bauen können oder benutzen können, je nachdem. Aber sieht schon ganz schön krass aus hier. Wir haben schon geschafft. Sieht man das überhaupt, wer noch überall da ist? Wer ist denn noch da? Warum steht hier eigentlich Farmer? Farmer Profession. Was bedeutet das? Sind die schon Level 7 oder was? Nee, Top-Spieler Level 3. Gebe ich hier ein bisschen ein paar Punkte. Helpful. Siehst du, so viel sind gar nicht da, ne? Notification. Warum haben die so ein Ding da? Wir müssen doch eigentlich auch sowas haben, oder nicht? L, Basic Election. Gesetzgebung, oh, hat er noch gar keine drin. Bevölkerung, aktiv, everyone. Wirtschaftsansicht. Holz sparen. Sale Price. 2100 verkaufen sie Holz sparen. Was? Was verkaufen die denn da? Gegrillte Sachen, okay. Ich kaufe da garantiert nichts. Wenn's so meist Besitz. Was ist das denn? Wenn's Wildflower Fort? Was ist das denn? Überweisung, your income, deine Schulden. Ach, in den sein Haus. Ach so, man kann. Stimmt, man kann ja auch noch Häuser vermieten. Stimmt. Man kann Häuser vermieten. Dann müssen die sozusagen Geld bezahlen. Dann können sie wahrscheinlich denn das benutzen, um sozusagen ihre Dinger hier zu, na, ihre Punkte da zu erhöhen. Öffentliche Herstellungsstation, okay. Potterie Auftrag, Forschertisch. Oder muss er aufpassen? Manche Workbanks sind nämlich frei. Das ist nicht gut. Contract, 8 Aufträge. Währung, Tobi, Tune, Credit. Aha. Was ist das? Gegenstände. Dendrologie, Research, Paper, Advance. Aha, okay. Das kann man später auch noch machen. Siehst du, Workpartys, okay. Handel. Arbeitsgemeinschaften kann man später noch machen. Man kann Aufträge noch vergeben. Also Arbeiten wirklich vergeben. Zwischen einer will zum Beispiel 100 Holz haben, machst sie hier rein, gibst ihnen dafür zum Beispiel 5 Dollar oder sowas, was weiß ich, wenn dann nachher die Währung drin ist. Ist schon cool. Aber das hier würde ich rausmachen, die öffentliche Herstellungsstation. Dann können die das nämlich, glaube ich, nachher teilen oder so. Ich weiß es nicht.
Oder klauen. Keine Ahnung. Berechtigung. Vorhin befinden sich auf Eigentum. Ja, schade. Das müsste er, glaube ich, noch rausnehmen. Ist vielleicht gar nicht so gut. Lagerplatz, Steinlager, Haustruhe. Ich glaube, mach mal lieber die Hauslager hier frei. Genau. Steinlager kann er zugreifen, da kann er zugreifen. So. Kann er auf allen zugreifen. Mal gucken. Wird heute sowieso nicht mehr passieren, dass das fertig wird. Denke ich. Oh, schon wieder voll. Hier, Labor needed. Ach so, das Labor, das sind die Dinger hier unten. Das hier. Okay. Ach so, und dann kann man das da einfach reinmachen und grillen. Alles klar. Das ist ja interessant. Muss ich bloß mal gucken. Lagerplatz, Power. Okay, Lagerplatz kann er die Haustruhe nehmen. Beziehungsweise die Essenstruhe. Wo ist die denn? Hier, Nahrungstruhe, die kann er doch nehmen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, Essenstruhe, ja. Modul, accept following plugin Modules, Campfire Cooking Upgrade and Basic Upgrade. Okay. Status, bla bla. Geh in Ordnung. Hier könnte man kochen, ne? Müsste sogar irgendwo sogar was schon was drinne sein. Oder auch nicht. Doch hier. Bären-Campfire-Salat. Was bringt der? Oh, 13 Vitamine, einmal Fett, 5 Proteine, 9 Kohlenhydrate. 900 Kalorien bringt der sogar. Das ist gar nicht so schlecht. Krass. Also kann man richtig gut kochen, ne? Okay. Krass. Mich wundert aber, warum der nicht anzeigt, dass da was drin ist. Weil Nahrungstruhe ist ja was drin, ne? Zum Beispiel hier diese Brie-Zwiebeln. Oder sind die schon gekocht? Nee. Die sind doch aber hier drin. Da. Gegrillte Brie-Zwiebeln. Geben 6 Fett, 3 Proteine, 2 Kohlenhydrate, einmal Vitamine. So schlecht sind die auch gar nicht. Siehst du, könnte man sogar machen.
Ah, jetzt zeigt das an. Dann ist das wahrscheinlich nur ein Bug. Jetzt zeigt das an. Zack. Jetzt zeigt das an. Okay. Okay, gut. Also immer schön kochen. Alles klar. Immer Campfire zuerst mal dann schön kochen und dann kann man dann nicht schön naschen. Grillter Fisch. Grillte Tomaten. Das packe ich mal hier rüber. So. Das ist bestimmt alles schon fertig, oder? Okay. Gut, das heißt, ich werde gleich mal kochen. Ist das nämlich, es läuft ja nicht ab. Das ist das Gute. Dass es nicht abläuft. Was brauchen wir denn? Oh, wir kommen so langsam wieder auf die 3,0 überall. Fett, Vitamine, okay. Kohlenhydrate. Wir brauchen anscheinend immer viel Kohlenhydrate. Gut. Genau, dann setze ich das mal hier an. So, bestellen. Ich will Wirk reinmachen, ja. So, dann mache ich das hier noch fertig. Zack. Gut. Hier sind nochmal 12 Stück. Immer schön. Essen machen. Tja. Tomaten. Keine mehr drin. Was ist das? Hier ist noch Mais. Mais ist noch drin. Da war mal drin. Was ist das hier? Bison-Kadaver. 8-mal Fleisch. Okay. Verkohlter Mörtel. Aha. Gut. Bringt mir natürlich leider keine Erfahrung, weil ich natürlich kein Koch bin, ja. Aber ein Koch könnte so schön sozusagen so Essen machen, ne? Aber wir machen selber unser Essen. Es ist noch alles da. Milo, Tobi, Diamond, Viper, Fletty, Mato, also sind echt noch viele da. Aber die Welt hier ist vorne noch gar nicht so. Deswegen haben uns alle schön an einen Ort gequetscht, damit hier erstmal wahrscheinlich eine Stadt entstehen kann. Da wird wahrscheinlich irgendwann noch ausgebaut. Ich müsste ja die jetzt hier reinmachen, alles. Ja, da ist es. Gekocht. Super. Aber ich brauche jetzt momentan doch Fett. Fett brauche ich. Noch mehr Fett. Okay, Magen ist voll. Gut. Halt. So, das kommt hier rein. Super. Deswegen dauert das auch so lange, weil ich halt kein Koch bin.
Das ist alles noch wegzubuddeln, Mensch, das wird ja riesen Herausforderung. Aua. Bin ich gerade übelst weggeschleudert. Hui, Level 3. Schön. Was bringt mir das jetzt? Jetzt Level 3 bin. Was hat er gesagt hier jetzt Level 3? Er verbraucht weniger Kalorien und sowas. Okay. Copper-Rezept, okay. Warte mal, Steinmetz. Wir sind doch eigentlich diejenigen, die so eine Dinger herstellen können, so eine Steineblöcke. Konzentriertes Dings. Copper, konzentriertes Eisen ist das doch, oder nicht? Quatsch, Copper-Ohr. Okay. So, was hat er jetzt gesagt? Er hat Werkzeugeffizienz und ich soll Werkzeugstärke machen, oder was? Was für Kaloriekost? Toilette Tools. Ich glaube, er hat Effizienz, glaube ich, gemacht, ne? Oder ich weiß es jetzt gar nicht. Naja, egal. Wie kriege ich denn das hier? Da muss ich doch eigentlich so eine Steine herstellen. Lucky Loose ist der einzige, der Level 5 ist, okay. Oh, ich kann ja auch schon Punkte vergeben. Lol. Taucher. Sprinter. Der Sprinter ist doch gut. Laufe ich schneller. Okay. Ja, wie gesagt, hier das Überlebenskünstler, das kann jeder machen. Aha. Der ist gerade mal Stufe 3. Okay, Holzfällen. Ah, Holzfällen ist er. Alles klar.
Weil Koch hat auch sehr viel zu tun. Guck mal, die sind alle Koch hier. Lagerfeuer kochen. Okay. Ja, ich bleib bei Mason, bei Steinmetz. Auch nicht, dass ihr alles leer jagt. Nachher haben wir kein Fleisch mehr.